Hunter Nature. Und ehrlicherweise eine ganz andere, unerwartete Optik von Anhängern, die total naturverbunden aussehen, die nach Offroad aussehen, die nach Abenteuer aussehen. Und hier wird gerade ja auch der Vertrieb aufgebaut, und zwar unter anderem mit Sven. Hi Sven, schön, dass Hallo. Du mal mit dabei bist. Wir sind ja hier auf dem Caravan-Salon 2023 und wir gucken uns mal hier die eure Produkte an, ja, die ja echt aus der Reihe fallen. Auf jeden Fall. Was macht ihr hier? Also auf jeden Fall sehen wir ja keine Wohnmobile, sondern Wohnanhänger. Offroad-taugliche Wohnanhänger, genau. Und zwar in aller Größe sieht man. Also wir sehen hier ganz kleine. Richtig, damit wir für jeden was bieten können. Mhm. Dieser wiegt unter einer Tonne. Vielleicht interessant, es hat ja nicht jeder ein größeres Fahrzeug. Mhm. Habe aber trotzdem hier eine schöne U-Sitzgruppe, die man zu einer Schlafplatz umwandeln kann. Ganz einfach, nur Tisch absenken, fertig. Hat eine ordentliche Stellhöhe durch das Aufstelldach. Mhm. Noch ein zusätzliches Bett oben, eine kleine Küche. Nur mal noch ein bisschen Stauraum in jedem Fach. Hier ist sogar noch ein kleines Porta-Potti verstaut. Ah. Auch wenn man es hier drinnen vielleicht nicht nutzen möchte. Ja. Aber dafür haben wir ja draußen noch eine Duschkabine verbaut, die man natürlich als Umkleideraum oder als Versteck für seine Toilette nutzen kann. Cool. Das baut man draußen mit dran, wenn man dort angekommen ist, wo man hin will? Nee, braucht man nicht anbauen. Das ist nur hier. Ach, nur auszuklappen. Einrollen, zumachen und ansonsten halt aufmachen und dann ausrollen. Intelligent gelöst, ja, das geht sehr schnell. Ihr stellt den Anhänger dann unten auf die, sozusagen, ja, ihr habt hier solche... Einfach nur Füße stützen, Füße, genau, ja, damit er stabil steht. Sieht man hier. Der wiegt eine Tonne? Der wiegt zwischen, je nach Ausstattung, ja, 750 bis 950. Ja, es ist ja für viele auch je nach Führerschein und Zugfahrzeug ja auch wichtig, was kann ich hier überhaupt wegfahren. Jetzt muss ich erstmal gucken. Also mal grundsätzlich, ihr seid Offroad, ihr seid hier das volle Abenteuer rund um den Wald und Campingabenteuer. Also ihr seid eigentlich nicht so die klassischen Fahrzeuge, die man verwendet auf dem Campingplatz, oder? Richtig, genau. Ja. Wer ist denn so eure Zielgruppe und was machen die mit den Fahrzeugen? Total verschieden. Mhm. Total verschieden. Wir haben von den jungen Erlebnissen, die wir das erleben wollen, zu den Managern, die einfach mal sagen, ich will jetzt mal Ruhe haben, ich will raus in die Natur, ja, ich will jetzt nicht zwischen 100 anderen Leuten stehen. Also wirklich breit gefächert. Kann man gar nicht sagen, dass es jetzt nur eine Gruppe gibt. Also wenn ich mir den Anhänger hier rechts anschaue, dann sehe ich, da sind All-Terrain-Reifen drauf, Beef Goodrich. Das ist ja schon hartes Zeug, ja? Ja. Um wirklich draußen ins Gelände rauszufahren. Das heißt, ich brauche also im besten Fall auch ein Zugfahrzeug, was das Ganze ja mitmacht. Ja? Das sollte hier bei diesem schon etwas größer und stärker sein, ja. Was hängt man hier normalerweise ran? Also wir sehen ja, es ist ja ein... Ist das noch eine normale Anhängerkupplung hier vorne? Es ist eine ganz normale Anti-Schlinger-Kupplung. Das kann man wählen zwischen einer normalen Anhängerkupplung von Alco, von Knott oder die halt Anti-Schlinger von Alco. Und was habe ich hier normalerweise von einem Zugfahrzeug? Also reicht hier ein großes SUV aus oder brauche ich hier schon irgendwo so ein... Ich würde schon so Richtung Dodge Ram oder sowas, ja, in der Art? Ja. Da brauche ich schon sowas. Ne? Schon wegen dem Eigengewicht. Ja, ja. Was wiegt so ein Anhänger hier? Der wiegt jetzt aktuell so 2500. Und darf halt bis Maximum 3500. Gut, dann brauche ich unter Umständen auch schon den anderen Führerschein dafür, ja? Also ja, je nachdem, was ich ja da... Ja. Brauche ich schon vielleicht einen CE-Führerschein oder irgendwas, LKW mit ja Anhänger wahrscheinlich? Ja, wenn der Staat nicht wieder was ändert, mhm, soweit ich weiß, dann wollen sie es jetzt erhöhen auf 4,4, aber ich glaube in Verbindung mit Elektro, ja, habe ich ja was gehört. Genau, da soll was kommen. Also der hier ist natürlich extrem spannend, der sieht auch wirklich martialisch aus, das muss man schon sagen. Ja. Und der ist ja schon so groß wie so manches ganzes Wohnmobil, ja? Ja. Hast du jemand die Maße von dem Anhänger? Ich glaube, der war so um die knapp 6 Meter, mit der Deichsel knapp 7. Ah ja. Also es ist schon eine ordentliche Länge. Aber dafür haben wir natürlich Platz in. Können wir mal reingucken? Na, jetzt hast du mich natürlich neugierig gemacht, wenn du sagst, Platz ist in. Also man erahnt es, aber wie sieht sowas aus? Also erstmal, bevor wir reingehen, man kann draußen erstmal kochen. Kochen, abwaschen, genau. Abwaschen. Sich die Hände waschen. Man kann natürlich auch hier, was ich auch sehr schön finde, die Küche innen auch von außen benutzen. Also man kann alles rausgeben. Wenn ich frisch gekocht habe, kann ich das so gleich hier rausgeben. Ja, und wenn ich fertig bin, kann ich auch mal schnell zumachen. Genau. Rechts, das sind Plissés wahrscheinlich zur Verdunklung rechts, oder? Genau, genau. Wenn ich mal nicht gesehen werden möchte. Ja. Und ansonsten, wenn ich sozusagen komplett zumachen will, habe ich hier oben also diese... Genau, die Klappe mache ich einfach zu. Die genau. Klappe ich runter und dann kann dann sogar noch das Fenster auch noch öffnen. Ah
selbst wenn ich noch hier draußen noch was brauche, Salzstreu oder irgendwas, ja, werde ich das ja auch noch rausnehmen. Ansonsten heißt das Modell hier NTR5X. Genau. Okay. Hunter Nature. Hunter ist ein türkischer Hersteller. Ja. Sie produzieren alles selber, selbst das Fahrwerk, Chassis, alles von Hunter. Sozusagen vielen, wenn mir zugekauft ist, aber die lassen das alles halt selbst produzieren. Und ihr seid selber in Sachsen und steigt sozusagen gerade auch in den Vertrieb dieser. Richtig, wir nehmen die zusätzlich in unsere Produktpalette mit auf, weil wir uns noch ein bisschen breiter streuen wollen. Okay. Und demnächst werden sie dann wahrscheinlich auch in Berlin, denke ich mir, bei unserem Partner in Berlin und bei unserem Partner in Hessen wird auch zu finden sein. Okay. Aber es könnt ihr gerne auf unserer Internetseite bei allroad-campers.eu nachschauen, da ist das alles zu finden. allroad-campers.eu. Genau. Super, und da werdet ihr demnächst also noch stärker hier mit dem Segment hier vertreten sein. Und jetzt bin ich gespannt, wie es drinne aussieht. Also erstmal sehe ich hier vorne, das ist ja schon, ich sage es mal so, das ist keine einfache Plastikverkleidung, nein, sondern das ist schon alles Alu. Ja. Und hier perfekt, wenn man seine dreckigen Schuhe nämlich reinschleppen möchte, weil jeder kommt von Wandern oder irgendwas zurück, man will ja immer mit den dreckigen Sachen und ich will so eine unteren Caravan stellen, ja, so kann ich sie hier rein, genau, fertig, aufgeräumt. Das sieht mir auch eher so aus wie eine Art Weltreise oder Expeditionsanhänger so, ja? Machen viele, ja, machen viele. Also ich sag mal, unsere Kunden sind schon viel, dass sie sagen, hey, wir wollen jetzt mal 2-3 Wochen Skandinavien, Balkan, je nachdem. Dann so ein Anhänger ran, Zugfahrzeug, trotzdem ist man flexibel, kann man unter Umständen das Auto einfach stehen lassen. Ich kann den Anhänger mal stehen und sagen, okay, machen wir einen Tagestrip mit einem Zugfahrzeug irgendwo hin. Ja. Genau. Okay, ich gehe mal vor. Gerne. So, also wenn man hier reinkommt, sieht man erstmal auf der linken Seite, das ist auch spannend. Also wir machen jetzt hier nicht auf Premium, Schickimicki, sondern wir sind hier echt richtig, wie soll ich sagen, also richtig wertig auch unterwegs, im Sinne von haltbar und richtig. Hier darf nichts sozusagen, wenn ich auf Expeditionen bin, dass es soll kein Plastik ja nicht klappern und brechen, genau. Deswegen ist alles hier massiv gebaut, vernietet. Ja. Das ist hier die Bordelektronik sozusagen, da kann ich die ganzen... Hier kann ich alles steuern, genau. Komplette Steuereinheit. Mhm. Okay. So, und das ist wirklich beeindruckend hier. Also das habe ich ja noch nicht gesehen. Also, das ist wirklich richtig... Da haben wir hier eine Sitzgruppe. Echt wertig, ja. Die man natürlich auch nochmal zu einem Bett umbauen kann. Ah ja. Kann dieses aber gleichzeitig noch hochklappen, wenn ich noch ein extra Bett brauche. Zum Beispiel Kinderbett oder so. Okay, das heißt, hier unten diese beiden... Das und den das Tisch kann ich runter. Also den Tisch kann ich runterfahren, ja? Genau, klappt das noch hoch und da habe ich hier eine große Liegefläche. Nochmal. Eine große Fläche. Mhm. Und das klappe ich hoch, da habe ich nochmal eine Liegefläche. Mhm. Und dann noch das Master Bedroom im hinteren Bereich. So, das gucken wir uns jetzt gleich nochmal an. Ich filme hier schon mal nach hinten, dass man es mal so sieht. Okay, aber eins nach dem anderen. Also erstmal haben wir hier natürlich eine klassische Küchenzeile. Genau. Hier mit 2 Gaskochern und einem Waschbecken. Genau. Und auch hier geht es weiter. Wirklich massive Schränke auch. Alles nichts, was morgen irgendwie klappert oder abbrechen kann. Auch viel Platz hat. Ja. Mhm. Hier noch ein bisschen Stauraum. Ja. Und hier zur Wende auch viel Stauraum. Also auf mal für Sachen. Haben auch die wenigsten zu bieten. Ah ja, das habt ihr hier mit so einem Rolltor, mit so einem Schiebetor sozusagen. Wie man es von der Feuerwehr kennt, könnte man sagen. Ah ja, genau. Genau. Und gesichert ist. Extrem viel Platz. Also es geht ja hier bestimmt 70, 80 Zentimeter in die Tiefe. Ja, ja. Mein lieber Scholli, ja, okay. Mhm. Dann könnte ich hier links, habe ich noch mehr. Wofür ist der Schrank hier gedacht? Genau so nochmal. Das ist mit Hängen. Hier könntest du halt deine Jacken und sowas reinhängen. Ja. Sozusagen hier ist mehr für Shirts, was weiß ich. Hosen. Ja. Das ist mehr der Hängeschrank. Genau. Und hier ein wirklich großes Bett. Hast du hier mal die Maße von dem Bett? Das ist 2x2 Meter oder 2x10x2 Meter ungefähr. Also auch für größere Leute. Ja. Richtig top. Und mal eine richtige Matratze, weil das, ja, finde ich bei den Campern, wer lange unterwegs sein will, nicht zu unterschätzen. Ja, das ist wohl wahr. Und hier oben habt ihr, wenn wir jetzt hier rausfahren, also erstmal habt ihr 3 Fenster, das ist auch klasse. Genau, alle wieder mit Verdunklung oder Moskitoschutz. Und oben nochmal ein kleines Hubdach. Für das Raumgefühl. Das heißt, das kann ich auch runterziehen, logischerweise. Das bei kann der ich Fahrt. Auch runterziehen, genau. Dann kommt das auf die Ebene dieser schwarzen Linie. Richtig, ne? Genau. Mhm.
Und ansonsten, wo ich bin, eben nachts kann ich mir ein bisschen Durchzug machen. Richtig, genau. Ist einfach für die Lüftung zum Schlafen natürlich zehnmal angenehmer. Was sind denn das da hinten für? Alles nochmal Aufbewahrungsmöglichkeiten. Ah. Kann ich hier wie in der Küche. Ah ja, da kannst du mal uns angucken. Können wir mal gerne eins aufmachen. Kann man so bestellen. Mhm. Gibt es aber genauso nochmal in der Türvariante, sagen wir so nochmal oben aufklappen. Okay. Er sagt, nee, ich möchte lieber hier eine massive Tür davor haben. Weißverschluss oder eine Klappe sozusagen, genau. Beides geht. Mhm. Wer jetzt auch diese Farbe nicht mag oder was anderes, es gibt auch andere Farben. Man kann das auch mit Grau kombinieren oder alles in Grau. Mhm. Okay, da gibt es Möglichkeiten auf jeden Fall und dann passt dir das an oder Innendesign wie auch Außendesign. Dann wird das so neu gebaut. Mhm. Genau. Jetzt gucken wir uns mal hier kurz den Kühlschrank an. Das sehe ich nochmal, ist ja auch ein großer. Mit welcher, wie läuft denn der? Also läuft der hier über Strom oder über Gas? Strom, Kompressor, Kühlschrank, genau. Kompressor. Mhm. Ja. Dann habt ihr auch Solar wahrscheinlich hier auf dem Dach? Ja. Ja. Ist das schon direkt serienmäßig mit dabei oder ist das zuzuordnen? Ist serienmäßig mit dabei. Man kann sich dann entscheiden, welches Energiepaket ich haben will. Brauche ich viel Strom? Brauche ich eher weniger Strom? Will ich lange unterwegs sein? Wo bin ich unterwegs? Das ist ja mal die Frage. Klar. Dann haben wir hier noch eine Tür. Unser Master Bathroom. Jawohl. Mit Toilette, das muss natürlich sein. Und gleichzeitig Waschbecken und Dusche. Ne? Genau. So. Und was ich auch sehr schön finde, man hat mal ein wenig Platz für die Beine. Ja, das stimmt. Mhm. Mhm. Das stimmt. Wenn wir hier mal reingucken, das Waschbecken mit Spiegel und hier nochmal links nochmal Fächer. Ja. Ja. Also das ist hier wirklich was für, ja, wahrscheinlich auch für die Ewigkeit. Die Fahrzeuge halten hier wahrscheinlich auch sehr lange, oder? Die sollten eigentlich sehr lange halten. Voll Aluminium. Ja. Das Chassis ist komplett verzinkt. Das ist schon sehr spannend, muss ich sagen. Also, genau. Kannst du was dazu sagen? Also, wo kommen die? Du hattest gesagt, der Hersteller kommt aus der Türkei. Kommt aus der Türkei, genau. Und kannst du noch was dazu sagen? Wie lange gibt es das Unternehmen oder so? Das ist noch relativ frisch eigentlich. Ich glaube, jetzt knapp ein Jahr, wenn ich mich nicht irre. Ah, okay. Also, okay, Neustart an dem Markt. Genau, Neustart, aber dass sie halt jetzt sich langsam Europa ein wenig Fuß fassen wollen. Was kostet denn hier so ein Anhänger? Wenn man jetzt sagt, sowas hier interessiert mich, ich habe einen Dodge Ram oder irgendein anderes großes Zugfahrzeug. Also soweit ich weiß, gehen wir hier schon bei 70.000, 80.000 ungefähr, muss man hier schon ausgeben dafür. Ja, ja. Die endgültige Kalkulation kenne ich leider nicht, aber... Gut, das ist halt, ich sag mal hier, auf 6 Meter Länge in etwa hat man bei einem Wohnmobil für das Geld meistens noch nichts. Ja, also das ist, da muss man meistens deutlich mehr ausgeben. Aber klar, man braucht noch ein Zugfahrzeug, das ist so, man muss richtig gucken, was will man machen. Aber das Zugfahrzeug kann ich im Alltag einsetzen. Genau, stimmt. Mhm. Ja. Muss ich mir eventuell nicht separat kaufen. Richtig, ein Camper, der steht dann manchmal das ganze Jahr. Ja, stimmt. Gut, und braucht keinen Ölwechsel und... Genau, ja. So ein Anhänger ist schon irgendwo auch unkomplizierter, ja. Und wenn ich ihn halt da nicht benutze, wenn man keinen Kopf mal ständig eine Inspektion oder irgendwas machen muss und so. Genau. Mhm. Also genau, je nach Einsatzort, wie man es eben haben will. Heizung habe ich hier aber auch drin, ne? Ja, der hat hier zum Beispiel eine Gasheizung verbaut. Ah ja, okay. Gasheizung, das heißt, wir sehen ja hier unten diese Luftausströmer, genau. Genau, haben wir hier wahrscheinlich auch hier vorne. Genau, hat man im ganzen Karawan verteilt. Das ist hier wahrscheinlich nochmal, ist das nochmal eine Revisionsklappe hier unter der... Ach nee, ist fürs Bett. Das ist fürs Bett, genau. Das klappt man nochmal hoch fürs Bett, damit da mehr Stabilität ist. Genau. Und die Sitzpolster, die jetzt hier drauf sind, die sind dann gleichzeitig die Matratze. Genau. Ja, spannend, ja. Wie gesagt, das ist eher, denke ich mal, für Kinder gedacht, weil die wiegen ja nicht so viel. Lass uns doch nochmal in den mittleren hier oder in den kleineren reinschauen. Also das ist hier auf jeden Fall ein spannendes Fahrzeug. Und mal gucken, ob man uns jetzt hier gerade reinlässt, ob jemand da ist. Ja, also das ist hier auch nochmal, der ist kleiner. Was ist denn der lang so? Der hat ungefähr 4,50 Meter ach, Gesamtmenge. Doch, ja. Ah ja. Mhm. Also. Was sehr schön ist, elektrisch ausfahrbare Drittstufe. Ja. Es ist ja auch, lange basteln. Ich weiß nicht, ob man es so richtig sieht, aber es ist ja hier ein Einstieg auch. Ich sage jetzt mal so. Naja. Das passt mit der Trittstufe, passt das, aber ohne wäre es schon hoch. Ne? Ja, genau. Ohne wäre es schon hoch. Genau. Also das ist halt eben auch fürs Gelände gemacht, das sieht man. Also richtig. Hier schon mal rein. Genau, man kann halt von dem Offroad-Anhänger nicht erwarten, dass ich da ebenartig reingehen kann. Das macht keinen Sinn. Richtig. Jetzt komme ich nirgendwo mehr hin. Hier habe ich so ein bisschen eine Sitzecke, fast wie eine Lounge.
Genau, mit einem schönen großen Heckfenster. Ja, das ist wirklich und gut Ersatzrad, was von vielen unseren Kunden gewünscht wurde. Ah, klar. Ersatzrad hängt draußen dran. Ja? Genau. Hängt hinten dran. Und hier wieder auf dem... Hier ist wieder so ein... Genau. Hier haben wir wieder ein Aufstelldach, damit es einfach ein bisschen höher ist, damit wir die Stehhöhe haben. Ja, genau. Und damit man aber beim Ziehen nicht so ein hohes Fahrzeug hat. Ja. Wegen der Aerodynamik, Verbrauch, Umweltschutz. Hm, macht Sinn. Genau. Genau. Man würde es runterziehen, wieder bis auf die Höhe dann wahrscheinlich. Genau. Einfach runterzuziehen. Ah ja, und dann kommt das runter. Genau. Super. Muss nichts mehr machen. Verriegeln. Geht doch relativ einfach, ja. Mit Gasdruckfedern wahrscheinlich, die das dann hochziehen. Genau, ne? Genau. Hat man gesehen. Also ging jetzt relativ easy. Hier auch wieder eine Küchenzeile. Schön, das sieht auch wirklich robust aus, muss man sagen. Und hier hat man nochmal zwei Einzelbetten übereinander. Genau, da haben wir nochmal zwei Kinderbetten übereinander. Genau. Und hier links daneben, das ist das Billardzimmer. Genau. Da haben wir wieder eine schöne Duschkabine. Mhm. Wieder mit einem optionalen Porta-Potti. Weil ich sage immer, das ist eh plus für die Notdurft. Ja. Da brauche ich keine fest verbaute Toilette. Ja. Stauraum nochmal ordentlich. Richtig, genau, mehrere. Hier haben wir einen Kühlschrank wieder. Ja, mit Tiefkühler, auch hier wieder Kompressor. Ja, genau. Macht am meisten Sinn, weil durch das Solar und alles. Die Logik ist hier wahrscheinlich die gleiche, dass ich das hier ausbauen kann als, als große Liegefläche nochmal, ne? Genau. Der Tisch. Kann man den Tisch auch mal gerne mal zeigen, wie der funktioniert. Ja? Genau. Und so tue ich das nur absenken und habe hier wieder meine Liegefläche. Aber das halt mal auf geringeren Raum, weil nicht jeder kann so einen großen ziehen. Wie schwer wäre so ein Anhänger hier? Der wiegt ungefähr 1200, 1400, je nachdem wie er ausgestattet ist. Klar. Und Maximum ist 1800 Kilo. Ja. Gut, was brauche ich denn da für ein Zugfahrzeug? Also reicht da ein größeres SUV aus? Oder da langt ein SUV aus. Ja. Ich sage immer, idealerweise hat das Zugfahrzeug dann auch 1800 Minimumgewicht. Ah, weil okay. Nur wenn man die 1,8 Minimumgewicht hat und hier die 1,8 Maximum, darf man die 100 km/h fahren. Ah, okay. Nur als kleines Hintergrundwissen. Ah, okay. Gut, genau. 100 km/h, dann ist sowieso, das ist sozusagen Höchstgeschwindigkeit an der Stelle. Genau. Mehr macht man mit dem Wohnmobil ja auch nicht in der Regel, außer unterhalb 3,5 Tonnen. Aber man muss immer bedenken, man fährt ja auch eine kleine Wohnung mit sich umher. Richtig, also richtig. Da hängt ja auch eine ganze Menge mit dran. Richtig. Rasen ist da sowieso nicht, wir wollen ja auch reisen. Obwohl die sehr, sehr stabil fahren. Ja. Weil man den Schwerpunkt sehr weit unten hat durch die großen Räder. Mhm. Also ich habe die schon oft gefahren, fahren sich super. Selbst bei Wind. Okay. Sehr, sehr stabil. Wo liegt man hier preislich in etwa bei so einem 4,50 Meter? Ja, kommen wir schon in die 50, 55er Region. Okay. Je nach Ausstand. So klar. Ja. Man kann eine Menge machen, Fernseher oder ähnliches, wenn man das jetzt hier noch möchte, könnte man auch noch ergänzen. Ne? Ja. Genau. Man kann das farblich noch alles, das ganze Farbkonzept noch ein bisschen ändern. Kann ich mir dann draußen nochmal einen Katalog zeigen, was da noch so möglich ist. Super. Hier vorne wieder die Elektronik wie bei dem anderen Anhänger. Also das sieht wirklich alles sehr robust aus und für die, ja, fast schon für die Ewigkeit gebaut. Ja? Ihr habt hier wahrscheinlich auch, was erwartet man, wie lange man so einen Anhänger hier nutzen kann? Gibt es dazu Zahlen? Lange. Lange, weil es kann eigentlich nichts passieren, außer ich setze das Ding auf den Stein auf und, und selbst dann kann ich ihn ja noch reparieren. Selbst aber dann kann ich ihn reparieren, genau. Den, der verrottet nicht sozusagen. Er sollte nicht verrotten. Den kann ich vererben. Richtig. Okay. Ja, sehr spannend. Hier zum draußen sitzen. Es gibt hier draußen noch eine LED-Leiste, ist das wahrscheinlich, oberhalb des Fensters. Genau. Außenbeleuchtung, genau. Außenbeleuchtung. Und hier habe ich noch einen kleinen Tisch. Genau. Oder kann hier noch vielleicht einen Grill raufstellen oder ähnliches? Grill oder hier mit meinem Bier. Genau. Oder Wasser. Genau. Wo man erstmal sagen muss, Hunter hat auch auf sehr hochwertiges Zubehör Wert gelegt. Wie man sieht, an den Markisen, Thule Markise, Thetford Therm. Ja. Also, sie haben nur markenhafte, also sehr qualitativ hochwertige Zubehörteile genommen. Was ich persönlich sehr gut finde. Sehr spannend. Das sind die drei Produkte oder gibt es noch mehr von Hunter? Aktuell sind das die drei Produkte, aber ich denke mal, da wird noch viel mehr kommen, weil die sind in der Entwicklung. Das ist ein wachsendes Unternehmen. Sehr spannend. Sven, das ist sehr spannend für all diejenigen, die kein Wohnmobil, sondern einen Anhänger fahren wollen, weil vom
unter dem Gesichtspunkt, das Ganze zu unterhalten, ist das durchaus interessant, muss ich sagen. Und für diejenigen, die hier wirklich unterwegs sein wollen in der gesamten Welt und mal ein bisschen das Abenteuer wollen, kann ich mir gut vorstellen, dass das für die interessant ist. Sehr schön. Sven, euch findet man also demnächst auch in Sachsen. Über eure Webseite kann man euch jetzt schon kontaktieren. Genau. Erstmal danke bis hierher und alle Fragen, die jetzt noch entstehen, bitte unterhalb des Videos kommentieren. Danke, bis zum nächsten Mal.